400 Meter Hürden der Frauen. Muss man mal sagen, die Beste aller Zeiten ist nicht am Start. Sydney McLaughlin Levroni hat heuer ihr Augenmerk auf die 400 Meter gelegt. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin von Eugene wollte sich einmal auch anders ausprobieren. Im Hinblick auch auf die Olympischen Spiele ist aber auch die 400 Meter dann wegen einer leichten Knieverletzung nicht angegangen. Also hat keinen Start hier absolviert. Die zweite große US-Hoffnung, Delilah Muhammad, ist knapp gescheitert im Semifinale. Und daher sind jetzt 8 der 10 Besten dieses Jahres mit von der Partie. Ayomide Folorunsu auf Band 2, also somit auch ganz innen, denn es geht bis zu Band 9 hinaus. Aus Italien. Anna Cockrell, die US-Dritte der Meisterschaften, 5. Beste im Semifinale und damit auch eher Außenseiterin auf eine Medaille. Aber es ist alles sehr nah beieinander. Jenny Russell, wir gehen wieder nach innen auf Bahn 3. Olympia 4. WM 5. 2015, schon länger dabei. 29 Jahre alt, sie war die 6. Beste im Semifinale. Rachel Clayton, 2019 WM 3. hat sich im Semifinale auf die persönliche Bestleistung von 53,30 gesteigert. Das könnte schon reichen für die Medaille. Die zweite der jamaikanischen Ausscheidungen und Meisterschaften. Andronette Knight, 26 Jahre alt. 7. gewesen. Für Bahrain, ja, durchaus umstrittene Athletin Kemi Adekoya, gebürtige Nigerianerin, kommt gerade von einer 4-jährigen Dopingsperre zurück. Ein Rennen bestritten heuer vor der Weltmeisterschaft und lief im Halbfinale. Kontinentalrekord, Asienrekord in 53,39. Das könnte eine Medaille werden. Shamir Little ist wohl die größte US-Hoffnung jetzt, die verblieben ist. Hat sich sehr stark präsentiert und war sogar mit 52,81 die Beste im Halbfinale. Die WM-Zweite von 2015. Aber vorne, da ist ein Riesenabstand hin zu dieser Dame. Femke Bol. Sie muss es nur heil durch diese 400 Meter schaffen. Jetzt rennt sie fast an den Ordner nieder. Bitte pass auf, Femke. Wir erinnern uns an den Anfang dieser Weltmeisterschaft. Der Bauchfleck am Weg zu Mixed-Staffel Gold. Und jetzt hat zumindest der eine Helfer, der in dem Golfwagerl rausgeflogen ist, auch so ausgesehen wie Femke Bol. Aber das war sie offenbar nicht. Da noch die Jubelszenen der Hammerwerferinnen. Aber in Kürze geht es eben dann, wenn alle ihre Startmaschine bereit haben, zur letzten Entscheidung dieses Abends. Femke Bol, Europameisterin in München geworden, davor Silber in Eugene und Bronze in Tokio bei den Olympischen Spielen. Ja, und die Medaillen, die werden hier vorsorglich schon einmal zum ersten Mal anfassen, vergeben für die ersten Fotos. Und die offizielle Siegerehrung, die findet dann natürlich auf einer eigenen Bühne statt. Also 2 US-Medaillen im Hammerwurf, 2 US-Medaillen könnte es theoretisch geben. Und da haben wir nochmal einen Bahn verlassen. Wer war's? Kirani. Einmal, zweimal, danke. Ja. Kirani James draußen ausgeschieden. Nachtragen müssen wir übrigens noch, dass Stephen Gardiner, der eigentlich der Weltjahresschnellster, im Semifinale zerrissen hat mit einer Zerrung im wahrsten Sinne nach 300 Meter. Der war nicht dabei und auch José Zambrana, der starke Kolumbianer, der hat im Vorlauf schon Bahn verlassen und darum sind da 2 weitere ausgefallen. Da gab es keinen Favoriten, hier schon. Ja, also diese Femke Bol hat sich eben mit Delilah Muhammad und auch mit Sydney McLaughlin durchaus gematcht bei den letzten beiden Großereignissen. Sie ist heuer 51,45 Sekunden gelaufen. Das ist die Verbesserung des Europarekordes gewesen in London.
hat sie da die Damenliga überlegen gewonnen, hat auch nochmal umgestellt in ihrer Technik, obwohl sie schon so stark gelaufen ist. Und diese Zeit ist die drittbeste in der Geschichte. Der Weltrekord stammt von Eugene, von ihrem Traumlauf von Sydney McLaughlin Levroni, als sie 50,68 beim WM-Titel gelaufen ist. Hat selbst gesagt, das war der ärgste Schmerz, den sie je in einem Rennen ertragen musste, aber es hat sich gelohnt. Dann ist sie einige Wochen davor 51,41 gelaufen und bei den Olympischen Spielen, da war schon ein Fabel-Weltrekord damals, vor zwei Jahren 51,46. Das alles die Leistung der nicht anwesenden McLaughlin. Und Femke Bohl hat jetzt den Weltrekord von Tokio von damals um eine Hundertstel unterboten. Nur so viel zu dieser unglaublichen Leistung der Niederländerin, die 23 Jahre alt ist. Die jüngste in einem routinierten Feld. Erstaunlich, wie gesagt, das Abschneiden von Kemi Adekoya nach 4 Jahren Sperre. War einmal Hallenweltmeisterin 2016 über 400 Meter. Also von außen. Cockrell, USA. Clayton, Jamaica. Adekoya, Bahrain. Bohl, Niederlande. Little, USA. Knight, Jamaika, Russell, Jamaika und Follorunzo, Italien. So große Medaillen, wie jetzt vergeben werden, von der Bedeutung haben nur Little, Ball und Russell Clayton schon einmal erhalten. Also die beiden Jamaikanerinnen von den dreien. In München ist sie sogar das Double angegangen, hat auch die 400 Meter flach gewonnen. Femke Bohl, darauf lässt er sich jetzt nicht ein. Sie hält die fünf schnellsten Zeiten des Jahres. Das muss nicht immer was bedeuten, wie wir schon oft erfahren haben. Bei dieser WM auch, aber alles hängt davon ab, wie die Niederländerin auf Bahn 6 ihr Rennen drüber bringt. Der Start hat geklappt. Femke Bohl mit einem, sagen wir mal, unauffälligen Laufstil normalerweise. Sehr kontrolliert, ruhiger Stil. Und vorher Kemi Adekoya, Russell Clayton und Cockerell hinter ihr. Die starke Shamir Little. Also Bohl hat jetzt einmal Adekoya eingeholt. Das muss nicht immer so weitergehen. Na, so richtig abgesetzt hat sie sich noch nicht. Kann sie das jetzt noch tun auf der schwierigen Zielgeraden? Femke Bohl außen, Anna Cockerell mit einem mutigen Lauf. Jetzt kommt Shamir Little. Adekoya ist weg. Sehr stark Russell Clayton, aber jetzt zieht sie davon, jetzt gibt es die erwartete Goldmedaille für Femke Bohl in 51,70 und ein Fotofinish zwischen Shamir Little und Russell Clayton. Das ist der WM-Titel für die 23-Jährige. Jetzt haben die Niederländer auch endlich das schon lange erhoffte Gold, das zu Beginn verloren ging in der Mixstaffel. 1,10 der Vorsprung auf Shamir Little, die verdient Silber holt. Nach einer starken Vorstellung auch im Halbfinale. Und Russell Clayton mit persönlicher Bestleistung 52,81 holt die Bronzemedaille. Ja, letztes Jahr 1,6 Sekunden vorne McLaughlin. Das war natürlich utopisch. Ja, und es sind alles jetzt am Podest schon WM-Medaillen-Gewinnerinnen. Shamir Little, wie vor 8 Jahren, wieder Zweite. Das war natürlich die Zeit vor McLaughlin und Delilah Mohammed. Und Russell Clayton wieder Dritte, wie 2019. Die haben profitiert von der Abwesenheit zweier Medaillenaspirantinnen. Und Femke Bohl, freue mich auch für sie, dass sie nach dem Hinfaller da im Teambewerb
hier souverän durchgelaufen ist. Und 51,70 ist eine Top-8-Zeit. Das ist die 8 schnellste Zeit, die je eine Frau gelaufen ist. Und nur Sydney McLaughlin und Delilah Mohammed waren je schneller. Schaut bei ihr so unauffällig aus, wie sie da tief in sich versunken, wie es scheint, konzentriert drauf losläuft. Cockerell hat ein gutes Rennen bisher hergemacht, aber dann reicht es halt nicht ganz. Wird Fünfte und Kemi Adekoya wird noch Vierte, obwohl sie schon abgerissen war mit 53,09. Wieder Asienrekord. Noch einmal um 0,3 Sekunden verbessert. Hingefallen, aufgestanden, die Krone gerichtet und sie jetzt verdientermaßen aufgesetzt bekommen. Femke Bol ist die Hürdenkönigin. Bin gespannt, was nächstes Jahr in Paris dann sein wird, ob Sydney McLaughlin noch zurückkehrt wieder auf die Hürden. Konkurrenz ist jedenfalls um Gold stärker geworden. Letzte Weltmeisterin für heute, Femke Bol, Niederlande, Favoritinnen-Sieg. Damit können wir uns mit den Zeitlupen hier schon mal kurz auf morgen konzentrieren. Da gibt es wieder vollen Tag mit einer Vormittagssession und einer Abendsession und einer österreichischen Medaillenhoffnung am Abend. So schaut's aus. Zuerst am Vormittag nur Zehnkampf quasi und Qualifikationen, unter Anführungszeichen Speerwerfen der Männer, Hochsprung der Frauen und eben die Zehnkämpfer in Aktion. Ab 10 Uhr und dann in der Abendsession ab 18.30 Uhr geht's los, inklusive Speerwurffinale Victoria Hudson ab 20.20 Uhr morgen Abend in der TV-Tick. Da wartet der Volunteer, der Helfer, um Xavier Little die Silbermedaille umzuhängen, aber die möchte was zum Trinken. Die möchte was zum Trinken, denn während Femke Bol da leichtfüßig Ehrenrunden läuft, kommt manchen eben die Hitze hier in Budapest nicht so gut. Hier der überlegene Sieg der Favoritin. Bestleistung für Rachel Clayton und Anna Cockrell und sogar ein neuer Kontinentalrekord. Wieder pulverisiert die Bestleistung von Kemi Adekoya. Folorunsu sechste und die anderen beiden Jamaikanerinnen auf 7 und 8. Ja, schon 2,5 Sekunden hinter der Weltmeisterin. Ja, Europa möchte gerne gut abschneiden bei diesem Weltvergleich und da ist es gut, eine Athletin wie Femke Bol zu haben. Jo, kann man sagen. Ja, genießen wir da noch die letzten Jubelbilder. Entscheidungen sind alle gefallen. Und dann geht es noch in ein Leichtathletik-intensives Wochenende. Ab morgen eben die Könige der Leichtathletik an der Reihe und vielleicht sogar eine Medaille möglich für den ÖLV, für Rot-Weiß-Rot im Speerwerfen. Bis morgen. Seien Sie dabei. Schönen Abend.